Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich weiß nicht, wo ich jetzt eigentlich diese Hirsche finden soll. Wir haben hier ja den Eber. Ne, so. Drücke ich auch aus Versehen noch die falsche Taste. Ich komme von hier oben nicht an den ran. Jo, das wird nix. Die Biester geben einfach keine Ruhe. Schon wieder eins von diesen Viechern. Au! Oh. Au! Den Dich wird niemand vermissen! So. Den Wildschwein will ich jetzt mal looten. Alter. Okay, ich dachte jetzt, es geht denn hier ab. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt diese Hirsche finden soll, die hier gesucht werden. Oder welche ich jetzt suchen muss für Chris. Sind das spezielle Hirsche? Haben die einen gewissen Namen oder so? Ich weiß es nicht. So, ich nehme aber jetzt mal eben Heiltrank. Achso, einen Heiltrank wollte ich nehmen. Na, aber ernsthaft, wo soll ich das suchen? Wo sollen die sein? Oder habe ich die vielleicht sogar schon gefunden gehabt? Da haben wir eine Schlange. Ah, Blutfliege. Noch eine Blutfliege. Warum sind hier so viele Blutfliegen? Ein Hase. Noch ein Hase. Noch ein Hase. So, da sind ja schon die Orks. Die noch rot angezeigt. Die sind und bleiben mir feindlich gesinnt. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Das ist schon gelootet. Das ist auch schon gelootet. Alter, bleib jetzt nicht hängen. Was ist denn damit? Das haben wir auch schon gelootet. Hier ist wieder eine Blutfliege. Und noch eine Schlange. Warte mal, die Höhle. Waren wir hier schon drinnen? Achso, nur ein Lurker. Ja, komm. Kommt da noch einer? Ja, noch einer. Jo, 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 jo. Das wird zu viel. Das wird jetzt gerade echt zu viel. Hört als er schon. Nein, 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 nein. Alter, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich darf jetzt alles komplett von neu machen. Ich speichere vielleicht einmal. Bevor ich da nochmal reingehe. In die Lurker-Höhle. Aber hier waren wir doch schon mal, oder? Oder nicht? So, was können wir mit dem ganzen Morgentau eigentlich hier machen? Wir haben so viel Morgentau. Ich höre hier noch mehr Viecher. Irgendwo hinter der Wand, hinter dem Felsen.
So, aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt die Dings hier finde. Die Hirsche finde. Müssen ja gesonderte Hirsche sein, oder? Boah, ich dachte, ich falle jetzt unter die Map. Den haben wir noch nicht gelootet. Aber ich meine, den hatten wir schon mal. Ah, stimmt, stimmt. Den hatte ich ja vergessen gehabt, nochmal zu looten. Weil ich, das Spiel ist mir abgeschmiert gehabt vor einigen Folgen. Und ich musste den Weg nochmal irgendwie von vorne machen. Von da. Aber seine Hirsche finde ich nicht. Lass ich mal in Ruhe. Was haben wir denn da? Wolfskraut, perfekt. Speicher vielleicht nochmal. Nicht, dass hier jetzt ein Eber kommt, der irgendwie zu schnell kämpft. Da haben wir einen Wolf. Noch ein Wolf. Stimmt, da ist die Höhle von Ortega. Da waren ja auch einige Sachen. Die wir nicht geöffnet hatten. Oder vielleicht vergessen hatten. Die Frage war, wo waren die Sachen? Ja, Lagerfeuer brauche ich jetzt nicht. War da noch was? Nee. Hoppala. So, das wollte ich. Damit wir auch möglichst alles sehen. Hatten wir. Der hatte gefehlt. So. Verbandung Wolf. Und der hier hatte gefehlt. Jetzt nicht abbrechen, bitte. Ja. Ring der Magie. Flammenwelle. Verwandlung Blutfliege. Wenigstens kriegen wir die jetzt alle auf. Aber die Frage ist... Die Frage, die ich hier mir jetzt stelle, ist, wo sind jetzt wirklich die Hirsche, die ich brauche? Abgebrochen. Ach, toll. Abgebrochen. Ja, jetzt. Das letzte Erz. Da haben wir's. Das speichere ich noch einmal. Jetzt haben wir 5 Erz. Also magisches Erz. So, aber echt jetzt wo? Wo sollen die Hirsche jetzt sein? Waldbeere, Heilwurzel, perfekt. Da ist noch ein Wolf. Der frisst da was. Was frisst er denn? Ach so. Ein Eber. Hat er den erlegt? Okay. Da ist noch ein aggressives Wildschwein.
Aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt nach den Hirschen suchen soll. Ich glaube, die Quest werden wir niemals erledigt bekommen. Ah ja, hier liegen noch die Orks. Die Blutfliege lassen wir mal in Ruhe. Würde ich sagen, wir gehen einfach mal nach Montera zurück. Und ich hoffe, dass Dingens hier, wie heißt er nochmal, der eine Ork, der Orkschmied, jetzt nicht sauer sein wird, dass ich jetzt länger als 5 Tage dafür gebraucht habe oder 2 Tage. So, Montera und was sagt das andere? Ach so, das ist beides Montera. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich laufe hier auch irgendwie lieber. So, die Musik der Urheberrechtsverletzung. Beziehungsweise die Musik des Content-ID-Anspruchs. Ah, ich finde das schön. So. Vor allem das Schlimme ist, ich kann ja nicht mal was dafür, dass der Song hier vorkommt. So, wie viel brauche ich eigentlich noch für die nächste? 500 Punkte? Oder können wir danach nach Geldern zurückgehen? Und uns den, die Giftresistenz kaufen. So 500 kriegen wir jetzt locker hin, oder? So, ich gucke noch mal. Hier, 5 Erz, die wollte Dings hier haben. Wie heißt er nochmal? Dieser eine Ork. Ich gucke nochmal. Hier in Montera. Torek, genau. Na schön, dann wirst du eben ab jetzt für mich arbeiten. Aber nicht nur den Boden schrumpfen. Du wirst mir innerhalb von 2 Tagen 5 magische Erzstücke für meine Schmiede besorgen. Und wehe, du bist nicht pünktlich, dann wirst du die Stadt nicht mehr lebend verlassen, klar? Mal gucken. Vielleicht will er mir aufs Maul hauen. Vielleicht zählt das jetzt als gescheitert, unsere erste gescheiterte Quest. Ich speichere noch einmal. Ich bin jetzt nämlich gespannt, ob er uns aufs Maul haut oder beziehungsweise aufs Maul hauen will. Versuchen kann er es ja. So, bevor ich aber mit ihm rede, werde ich jetzt auch noch einmal vor der Stadt nochmal speichern. Ist mir jetzt persönlich wichtig, dass ich das auch nochmal mache. So, ist hier jetzt eine Blutfliege da? Ne. Hier ist keine da. Okay. Doch, hier ist eine. Ah, diese Blutfliegen. Wir werden heute das Dings hier machen. Okay. Den schaffen wir, oder?
Okay, die Blutfliege hat uns aber nicht mehr im Visier. So, nochmal was futtern. Und jetzt nochmal speichern. Gucken wir mal, was der liebe Herrn Torek zu sagen hat. Die sind ja eh alle orange. Außer Sanford. So. Wo ist mein Erz? Deine Zeit ist längst abgelaufen, du Mistkerl. Ich hab dein Erz immer noch. Hier hast du deine 5 Erzstücke. Hier hast du deine 5 Erzstücke. Könnte ich dir das nochmal durchgehen lassen? Aber wehe, du verarschst mich nochmal. So, okay, bring mir was über das Schmieden bei. Bring mir was über das Schmieden bei. So, nee, noch nicht. Warte, wie viel haben wir jetzt? 24. Okay, ich konnte ihm das Erz geben und er hat mir nicht aufs Maul gehauen. Und wir haben jetzt eine höhere Stufe. Warte, was haben wir jetzt hier für einen Ruf bei den Orks? 5. Bei den Assassinen 3. Bei den Rebellen 19. Bei dem Waldvolk 40. Ich glaube, wir müssten vielleicht eine bessere Rüstung bei den Dingen hier holen. So. Ich speichere das jetzt noch einmal. Ich will jetzt aber auch einmal hier gut. Naja, komm, wir holen uns erstmal das Gegengift. Erstmal nach Treles und dann nach Geldern. Also. Die Giftresistenz. Die holen wir uns jetzt. Und dann können wir einmal Gorn in Gotha besuchen. Und ich würde... Also ich frage mich wirklich, wie das dann da aussieht, ob sich da was verändert. Ob da auch mittlerweile Menschen dann bevölkert sind. Oder ich erstmal die Orks da vertreiben muss. Frau Gotha. Und ob er vielleicht auch andere Quests für mich hat. Und unsere anderen Freunde müssen wir ja auch noch wiederfinden. Also Diego Milton Lester. Und Lee habe ich auch noch nicht gefunden. Ah, das Spiel. Wieso muss das immer so ruckeln? Und wir müssen noch jemanden finden für die Dingsresistenz, Krankheitsresistenz, auch noch. Vielleicht kostet das auch so viel. So, haben wir den. Ich freue mich schon auf den Tag, wenn wir stark genug sind, hier einfach so durchzumarschieren. Und uns nichts mehr anhaben, irgendwas anhaben kann. So. Warte mal, was ist eigentlich hier auf dem... Hier ist noch eine Truhe. Gibt's hier oben noch was? Nope. Na, das wäre schön gewesen. So, nicht mehr zu sehr rennen.
Sind sie noch Blutfliegen? Ich hoffe nicht mehr. Was ist denn das hier eigentlich für eine Ruine? Da ist ein Lurker. Ich lasse den Lurker mal in Ruhe. Ach, hier sind die toten Blutfliegen. So, und Dämonenpilz. Bis jetzt habe ich immer noch keinen Plan, was ich damit machen soll. Ich glaube, der ist tot. Und sind hier neue Snapper? Ich hoffe doch. Ein bisschen Punkte sammeln. Nee, hier nicht. Wohl, warte. Da liegt nur was Totes. 189.000 bräuchten wir für die nächste Stufe. Oh, ich dachte schon, das Spiel ist mir abgeschmiert. Das war jetzt mehr als sonst. Da haben wir wieder eine schöne Goblinbeere. So, ich speichere nochmal. Dahin sind halt noch drei. Hier sind auch noch ein paar auf der Seite. Geldern, wir sind da. Und wo waren nochmal? Da oben. Da müssen wir hin. Am besten du erledigst das selbst. So, Peratur. Zeig mir, wie ich mich vor Gift schütze. Zeig mir, wie ich mich vor Gift schütze. Gift ist eine üble Sache, vor allem wenn es in deinem Körper ist. Du musst dafür sorgen, dass dein Körper das Gift möglichst schnell abbaut. Bleib in Bewegung und schwitze viel. Dann sollten dir die Folgen des Giftes erspart bleiben. Okay, 4 habe ich noch, Lernpunkte. So, gucken wir nochmal. Hier, Giftresistenz. Der Held ist immun gegen alle Gifte. Wir suchen uns mal eine Blutfliege. Und dann will ich das mal ausprobieren. Wie resistent wir jetzt dagegen sind. Da haben wir eine. Gibt's hier noch eine? Ich glaube, ich wurde nicht mal getroffen von der Blutfliege. Kann das sein? Was sind das nochmal für Viecher? Oger.
Die will ich lieber nicht riskieren. Da haben wir noch eine. Na du? Einmal treffen lassen. Die können uns gar nichts mehr. Ja, Mann. Die Gefahr der Blutfliegen ist vorbei. Oh, herrlich. Das ist wirklich ein Segen jetzt. Die Gefahr der Blutfliegen einfach vorüber. So. Elite-Söldner. Wo können wir dann den Rest erstmal investieren? Wir haben ja noch 4 Lernpunkte. Eigentlich will ich in diese Richtung gehen, aber Regeneration, dass wir uns außerhalb des Kalbenfischs regenerieren, heilen. Oder Paladin. Der Held macht zusätzlichen Schaden gegen die Kreaturen Velias oder Orktöter. Ich gucke mal, im Kampf unterrichten. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, was ist hier für 4 Lernpunkte? Nix. Warte mal, wo ist denn Laris? Da ist Laris. Hier. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Gibt's doch bestimmt irgendwas hier. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, dann das noch nicht. Gut, dann so. 1, 2, weiter so. 3, nur weiter so. 4. Gut. Lernen wir auch ein bisschen Taschendieb. Dann wollen wir jetzt nach Gotha, zu Gorn, und gucken, ob da sich was verändert hat. So, nachdem wir Gorn besucht haben, würde ich vielleicht doch mal schauen, dass wir nach Vanguard gehen und gucken, dass wir da vielleicht irgendwie paar Skills, paar Quests machen. Aber ich bin echt froh, dass wir jetzt giftige Kreaturen besiegen können, ohne Schaden davon zu bekommen. Das heißt, wir werden immer noch, was Krankheit angeht, geschwächt sein. Also die können uns noch schwächen, aber nicht mehr töten. Das heißt, warte mal, das heißt dann, die Dinger, die brauchen wir nicht mehr, hä? Wo waren das hier? Gegengift. Das heißt, dann hätten wir wieder einen Inventarplatz frei, dass wir für andere Sachen nutzen können. So, das heißt, wir können hier jetzt einfach hin. Die Blutfliegen können uns einfach nichts mehr. Boah, ich bin so froh drüber. So. Da vorne ist eine Pflanze, die mich interessiert. Also die da. Kronstöckel. Also, da habe ich was vergessen. Ich hoffe, der findet mich nicht mehr.
So, aber die können mich noch immer krank machen. Also Ausdauer kaputt machen. Also das wird noch immer ein Problem sein. Das heißt, wir eigentlich im Grunde, ich gehe mal stark von aus, dass das das hier wahrscheinlich auch 20 kosten wird. Und auch 2000 Gold. 20 Lernpunkte und 2000 Gold. Gehe ich mal von aus. Den müssen wir finden, der das uns beibringen kann. Die Immunität gegen Krankheiten. Alchemie sind wir aber auch schon ganz schön hoch. Wo braucht man noch einen Alchemiewert? Ah, okay. Was haben wir hier? Schleichen? Ah, okay, Alchemie brauche ich gar nichts mehr zu lernen, glaube ich, oder? Ne, doch, hier 60. Ist das Höchste, was wir an Alchemie brauchen. Mehr aber auch nicht. Ich freue mich schon, wir skillen hier eigentlich schon relativ gut, finde ich. Nur für bessere Ausrüstung, da brauchen wir noch einen besseren Ruf. Ein Punkt bei den Rebellen, für eine bessere Rebellenrüstung. Leider haben die hier jetzt keine Quest mehr für uns. Ich finde es aber schade, dass wir noch nicht so wirklich aus dem Mittelland rauskamen. Aber wir waren ja aber auch noch nicht im Mittelland fertig, muss ich auch sagen. In Silden haben wir noch nicht viele Quests gemacht. Und ich glaube, die erste Stadt, die wir befreien werden von Orks, wird wahrscheinlich Montera sein. Die sind alle uns gegenüber sehr, sehr skeptisch, sehr, sehr böse. Und so orange. Hör bloß auf mit der Scheiße. Rufus? Hey du, du siehst anders aus als die anderen hier. Du arbeitest nicht für die Orksöldner, oder? Und wenn es so wäre? Ich bin kein Ork-Söldner. Ich bin kein Ork-Söldner. Dann bist du vielleicht der, den ich suche. Okay, wen suchst du? Wen suchst du? Ich muss unbedingt hier raus. Doch die Söldner überwachen jeden meiner Schritte. Ich brauche einen starken Mann, der sie ablenkt, während ich mich aus dem Staub mache. Du gehörst zu den Sklaven, oder? Du gehörst zu den Sklaven, oder? Bedauerlicherweise. Das war nicht immer so. Doch heute kann man es sich halt nicht aussuchen. Ganz schön mutig, mir sowas zu erzählen. Ach, was habe ich schon zu verlieren? Entweder du hilfst mir jetzt, oder ich bin geliefert. Komm, ich kann dir helfen. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich muss nach Okara, und zwar so schnell wie es geht. Die Rebellen warten dort schon auf mich. Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für sie. Was ist das für eine Nachricht für die Rebellen? Was ist das für eine Nachricht für die Rebellen?
Vergiss es. Es war schon leichtsinnig genug, dir überhaupt davon zu erzählen. In Ordnung, ich hol dich hier raus. Komm. In Ordnung, ich hol dich hier raus. Wie willst du das anstellen? Lauf los, ich folge dir. Lauf los, ich folge dir. Was, jetzt? Ja, verdammt, lauf. So, neue Quest, Rufus flieht vom Korn. Kornhof. Du solltest meinen Rat annehmen. Helfen wir ihm eben. Da kriegen wir vielleicht noch einen Pluspunkt bei den Rebellen. Oh, da haben wir noch ein Dingskraut. Panischkraut, perfekt. Verdammte Scheiße, was war das denn für ein toller Plan? Lauf los, sagt er, und ich Idiot, mach das auch noch. Hat doch geklappt. Du bist doch völlig wahnsinnig. So, Schluss jetzt, du sollst nach Okara, oder? Die Söldner auf dem Kornhof haben ganz andere Sorgen. Die Söldner auf dem Kornhof haben ganz andere Sorgen. Du Spinner, ich fass es nicht. Schluss jetzt, du wolltest nach Okara, oder? Schluss jetzt. Du wolltest nach Okara, oder? Ja, aber alleine schaffe ich das nicht. Okara ist verdammt weit weg und die Gegend ist voller gefährlicher Viecher. Ich begleite dich nach Okara. Ich begleite dich nach Okara. Lauf. Was, jetzt? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt lauf schon, du Idiot. Geil. Ich speichere noch einmal. So. Ich hoffe, ich kriege es hin, dass er es auch überlebt. So, wo ist denn überhaupt Okara? Aber bitte nicht bei den Ogern da oben, oder? Ja, sollen die sich gegenseitig da töten? Lauf nicht in die Wölfe, du Idiot! Ganz wie du willst. Gut gemacht! Verdammte Scheiße. Läuft da auch noch in die Wölfe, der Idiot. Ich muss zusehen, dass ich die Wölfe vorher erledigt bekomme. Und ja, Neu hier hat recht, das ist ein Idiot. Ich glaube, ich muss damit. Wenn ich vorrenne, bleibt er vielleicht stehen? Was ist das? Das ist so ein Depp. Und der... Schon wieder eins von dir. Gut gemacht. Oh, nein. Wie werde ich jetzt die Wölfe da los? Ich muss ganz schnell vorrennen. Oder der geht drauf. Beziehungsweise, ich weiß nicht, in welchem Radius. Vielleicht, ab einer gewissen Entfernung bleibt er stehen. Wenn ich um ihn herum gehe, bleibt er dann stehen. Der bleibt dann stehen. Dann mache ich erstmal... Der bleibt da.
Okay, kein Snapper hinter mir her. Ich hoffe, der bleibt da. Dann gehe ich schon mal vor. Kümmere mich um die Wölfe. Ich hoffe, der bleibt hier. Okay. Ich muss mir merken, wo der ist. Nein, nicht runterrutschen, nicht runterrutschen. Der Sprung ist vorbei. Wo ist die Brücke? Hier. So. Ich will jetzt erstmal nur einen von euch, ja? Da kommt der nächste. Speicher das vorsichtshalber hier auf die 1 mal. Ganz vorsichtig. So, und ess noch mal was. Dann hole ich ihn gleich mal ab. So, der kommt jetzt. So, den looten wir auch nochmal. Wie viele sind denn das noch? 3. Ich glaube, die kriegen wir so hin. Jetzt muss ich die Flucht ergreifen. So, 5. Ah, nein! Das war alles andere als schlau. Aber den kriegen wir noch nach Okara. Und die Wölfe kriegen wir noch erledigt. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht den Spielstand hier zerschossen. So, einmal kurz was essen. Jetzt kommt er. Und jetzt kommt der Kollege auch noch. So. Und so. Dann essen wir noch mal ein bisschen was. Und dann holen wir den Kollegen ab. Okay, wo ist die Brücke? Da ist die Brücke. Holen wir ihn ab. Wenn er da noch steht, dann speichere ich nochmal. So, wo haben wir ihn zurückgelassen? Da vorne irgendwo eigentlich, meine ich. Er steht hier noch. Speichern. So, die Snapper lassen uns in Ruhe.
Hoppala, ich wollte das da mitnehmen. Ja, die da oben sollen ruhig kämpfen. Wie weit ist Nokara? Nokara? Ist fast bei Sylden. Oh nein. Oh nein. Ganz wie du willst. So, das hatten wir. Das sind sehr viele Wölfe hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich das sonst schaffen soll. Außer ich mache dieselbe Strategie wie gerade eben noch einmal. Beziehungsweise hier jetzt erstmal die Snapper. Auch noch weg. Die Biester lernen es nicht. Da! 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 Nein! Ja, okay. Kann noch ein Weilchen dauern, bis wir das hinkriegen. Aber wenigstens haben wir jetzt Ruf 20 bei den Rebellen. Hier muss irgendwo ein Nest sein. So, er kümmert sich um den Geschwächten von denen. Elendes Drecksvieh. Wie viel Leben hat er noch? Ach, der ist noch fast voll. Kann ich um ihn nochmal herumgehen? Beziehungsweise ich speichere hier noch einmal, damit die Snapper weg sind und wegbleiben. Dann gehe ich um ihn herum nochmal. Und kümmere mich um die restlichen Wölfe da oben. Es wird vor allem auch noch Nacht. So, hier haben wir einen. Was hat er denn da jetzt vor? Ich speichere mal. Er verschwindet ja nicht, der Kollege. So, weg mit ihm. Nochmal looten. Und den nächsten herholen. Das sind mir nämlich zu viele Wölfe. Und ich habe keine Ahnung, ob er das überhaupt überleben wird. So, den nehmen wir auch alles weg. Oh, da ist einer.
Das sind mir echt zu viele hier. Kommen den nächsten. Immer einen nach dem anderen. Alter, wie viele sind denn hier noch? So. Schnell. So. Okay. Geschafft. Und jetzt wieder was futtern. Dann müssten das jetzt nur noch die beiden sein, ne? Haben wir geschafft. So. Was haben wir hier sonst alles? Waldbeere? Da wollte ich nicht hin. Metalltruhe. Kriegen wir das auf? Ja, nice. So, jetzt Lagerfeuer benutzen. So, 18 Rindfleisch. Haben wir wieder 49. So, holen wir unseren Freund wieder ab, den Rufus. Ich hoffe immer noch, dass er da ist. Und dass er noch lebt. Dass er nicht irgendwie despawnt oder so. Okay, der lebt. Speichern. Volles Leben. So, wir sind hier. Ah, das. Ah, so erkennt man die ganzen Orte. Hier sind auch nochmal so Zwischenorte. Dann ist hier noch irgendwie einzelne Lager oder sowas. Warte mal, wie weit ist das noch? Also eigentlich müsste der irgendwo da sein. Gehe ich mal von aus, Okara. So, hier speichere ich auch noch einmal. Aber dass der auch noch in die Wolfsrudeln reinrennt. Gefällt mir gerade gar nicht. Schattenläufer. Ist das die Okara? Innos sei Dank, wir haben es geschafft. Jo. Gut, dann entspann dich jetzt. Ich danke dir, Freund. Das werde ich dir niemals vergessen. Dank ist gut. Belohnung ist besser. Du kannst alles haben, was ich noch besitze. Hier, nimm alles. Das ist Okara. Ja, das ist es. Okay, 15 Gold erhalten, wow.
Das ist Okara. Wie komme ich da rein? Ich speichere noch einmal. Ah, hier. Warte, was ist denn da? Oh. Ein Teleportstein. Rebell. Rebell. Als wenn das so einfach wäre. Rebell. Gibt's hier jemanden mit Namen? Da ist auch Rebell. Kann dir doch egal sein. Rebell? Irgendjemand mit Namen? Manik! Ein neues Gesicht. Willkommen in Okara. Wir können hier jeden Mann gebrauchen. Jo, du bist Schmied? Du bist Schmied? Schmied, Koch, Schürfer und was weiß ich noch alles. Je weniger Männer wir werden, desto mehr Aufgaben muss ich übernehmen. Ah, okay. Ich brauche Waffen. Ha, du stehst hier in der größten Waffenschmiede der Rebellen von Mittelland. Ich kann dir sicher was anbieten. Okay. Brauchst du noch Leute? Ihr braucht noch Leute? Oh ja, und zwar dringend. Unser Anführer Roland hat in der letzten Zeit alles verheizt, was wir noch an Reserven hatten. Wir können hier jeden gebrauchen. Ah, okay. Wo finde ich euren Anführer? Geh runter in die Mine. Er hat dort seine Höhle. Okay, ich besorge euch neue Männer. Wenn du freie Männer kennst, die bereit wären, für den König zu kämpfen, dann bring sie her. Such in der Umgebung von Okara und auf den Höfen von Monterra. Ich bin mir sicher, dass es einige verlorene Seelen dort draußen gibt, die hierher kommen würden. Ja, der Bauer Rufus hat eine Nachricht für euch. Sehr schön. Er hat sicher Neuigkeiten aus Monterra. Dank dir, dass er heil hier angekommen ist, Freund. Jo, zeig mir deine Waffen. So, was hat er hier? Ein Langschwert. 2500 wird mich das kosten. So, aber ich kann ihn die Dinger hier andrehen. Das hier. Das. Den Knüppel. Die Jagdbögen. Den normalen Bogen. Dann. Das hier noch. Hier, das darf er haben. Das. Und das. Ist das dein Ernst? Hier Telekinese darf er haben. Tierzähm. Fernheilung. So. Sonst habe ich hier. Kann dir doch egal sein. Nicht mehr viele. Klar, warum nicht? Dafür will ich aber sein Langschwert dann. Wenn er so weitermacht, und Gold ausgleichen den Rest. So. Guck mir mal das Schwert jetzt an. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Hör bloß auf mit der Scheiße. Tja, du solltest da meinen Rat annehmen. Verdammt. Ja, kann er wieder haben, das Schwert. Kollege, wo bist du denn? Manik? Wo ist Manik hin? Mann, was willst du? Zeig mir deine Waffen. Hier, das Schwert darfst du wieder haben. Mann, hier jetzt wieder. Was willst du? Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.